Öhrchen zusammen. Die Macher der Anunnaki Genesis Mod haben beschlossen, einen zweiten Teil ihrer Mod rauszubringen. Die heißt jetzt nicht mehr Anunnaki Genesis, sondern Anunnaki Extinction. Und da soll es viel neuen, krassen Scheiß geben. Ich weiß noch nicht was, aber ich habe mich jetzt mal hingesetzt, irgendwie da mal kurz einen Server zusammengebaut. Wir haben da auch irgendwie was vor, wir wissen aber noch nicht genau, irgendwie wie das aussehen soll. Angucken auf jeden Fall, das soll irgendwie ziemlich witzig sein. Es soll krasse neue Tiere geben, viel neuen Shit, irgendwie neue Waffen, neues Zeug, eine Menge coolen Kram. Wir lassen uns einfach mal überraschen irgendwie und starten mal hier irgendwas. Vielleicht machen wir da auch Aufnahmen zu. Wie gesagt, das steht noch nicht ganz fest, was das werden soll. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Dann wollen wir mal hier joinen, ne? Jo, damit herzlich willkommen bei Anunnaki Extinction. Im Moment sind hier der Lan, die Greta, der Kurzdepp und der Xilie. Und wir wollen uns das jetzt einfach mal angucken. Wir haben beschlossen, wir nehmen Westen 1 und gucken mal, was passiert. Tudum, Westen 1. Also ich habe Westen 1 gedrückt und bin auf der... Ja, welche Insel ist das? Wo die. Nee, nicht die netten Homies. Wie hieß diese andere Gammel-Tribe hier? Du meinst über dem Obelisken, dem blauen, die Insel? Das hat eine kleine Chance, dass du auf einer Insel spawnst. Also, ich bin in der Bucht. Unter der Mittelinsel. Der Bucht? Ja, da ist doch diese eine Insel mit dem See in der Mitte und mit der Bucht. Ich bin an der Bucht. Ja, ich bin bei dem U. Bin eigentlich auch eher im Süden gespawnt. Ja, also ich bin hier, oh, wie hieß diese, die, so, wie hießen die Island. Ganzen Tribes nochmal in Community Server Staffel 2 oder der zweite Community Server, den wir so übelst lang gespielt haben. Es war Westen 1, habt ihr gesagt? Ja, aber ich bin irgendwie im Süden gespawnt, also das ist hier die Insel neben den netten Homies und nicht unsere Insel. Tödlich heute wieder. Ja, Clash Royale. Keine Ahnung. Ah, Mann, wie hießen diese Typen? Mann, Lan. Die COC. Waren die... Clash of Clans. Genau, Marcel COC. So. Ja, genau, COC. Genau da bin ich. Wusste ich aber auch nur, weil der eine Typ davon gerade online gekommen ist und mir gerade aufgezeigt wurde, hey, COC 2.0, Marcel ist online. Boah, ich baue mir jetzt einen Hut. Wichtigste ist ein Hut. Dann hast du erstmal einen Hut, dann geht's dir auch gut. Irgendwie habe ich vermutet, dass das kommt. Jetzt weiß ich warum, weil Westen 1 ist halt dieser Spot. Weil, das ist halt dumm. Ich finde diesen Server nie, ne? Das ist echt Hammer. Das ist schon komisch. Gib mir Flint! So, ich bin nochmal Westen 1 gespawnt, jetzt sind wir dann halt hier. Haben wir eigentlich auch so einen komischen Rate-Multiplikator für Beam? Oder hast du das ignoriert? Oh. Bin ich jetzt nicht ganz so traurig. Echt schon ein bisschen, ich mag den Rate-Multiplikator. Ja, cool ist der schon, das stimmt.
Ich bin auch so eine, die Wait dann immer auf 1000 skillt. Ah, da sehe ich jemanden rumrennen. Auf der anderen Seite. Wer ist das? Ah, oh, da sehe ich noch jemanden. Hey. Hier, hinter dir. Ja, da kommt einer durchs Wasser. Oh. Das ist ein Typ! Das ist ein NPC! Der hat eine Keule! Das ist ein NPC! Ah, ich wurde von dem Yellow Tribesman Level 9 K.O. gehauen. Ach du Scheiße, ich denke, das ist einer von uns. Alter. Das habe ich aber auch gedacht. Und dann habe ich gesehen, dass der einen Hut auf hatte und dass der gelb war. Das war irgendwie nicht gut. Für eine Sekunde dachte ich, dass das Ding. David. Oh, der ganze Zeug ist weg. Sachen. Scheiße, bist du hier irgendwo? Ja. Da drüben rennen übrigens wieder welche rum, ne? Achte mal da vorne. Ja, ich sehe es. Der ist wieder irgendwelche Dodos. Alter, das ist der von vorne. Ja, wir brauchen schnell diese Narkospeere irgendwie. Vielleicht können wir damit irgendwas reißen. Ja. Raptor. Pass auf. Er ist sogar ein Uta-Raptor. Ist der anders? Ja, die sind, glaube ich, irgendwie anders, kein Plan. Ich habe gerade noch versucht, den Narkospeer fertig zu craften, ist aber nichts geworden. Boah, jetzt kämpft der Typ gegen den Raptor. Wo ist denn der Rest von euch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin irgendwo auf dieser Insel von Clash of Clans. Der hat den umgehauen, der Wichser. Ich bin vorhin gestorben und suche jetzt nochmal den Typ aus. Oder andersrum? Nee, andersrum. Drecksack, komm her. Wieso sieht er mich nicht genau vor ihm? Vielleicht findet er dich nett. Ich stehe ja nur auf dem Stein. Vielleicht kriegt er keinen Path zu mir. Aber jetzt klaue ich mir den Raptor. Aua. Ich wurde getötet vom Yellow Tribes, man. Endo. Ihr seid jetzt auch alle Westen 1, ja? Ja, also gammeln an dieser Bucht rum. Ach, ich hab ihn betäubt. Ich stirb. Ah, die kann man auch tamen. Ja, die kann man tamen. Ach, sterben soll er. Hast du dir meinen Narkospeer gegriffen, oder? Nee, ich hab mir einen eigenen gemacht. Okay, wo bin ich denn gestorben? Wo musst du hier ungefähr gewesen? Oh, auch hier irgendwo. Ich weiß gar nicht. Ah, da vorne liegt er. Ich sehe dich gar nicht, Alter. Ich schwimme hier rum. Vielleicht laden wir uns doch mal ein. Ich bin doch drin. Hat schon geklappt? Ja. Pass auf, da auf der anderen Seite ist wieder einer. Der kommt zu dir. Ja, und der kommt, glaube ich, auch in Piranha oder so weit. Auch Narkos. Du kannst den locker betäuben. Ist voll leicht. Pass auf, der ist hinter dir. Wie kann man die tamen? Mit Bären oder? Ja, mit Fleisch wahrscheinlich, ne? Hast du Fleisch? Nee, hab ich nicht. Steck ich kann dir. Okay. Nein! Boah, das ist kaputt gegangen. Aber die sehen ja irgendwie witzig aus, ne? Ah, wenn man sie betäubt, kriegt man wieder keinen Loot, oder? Ja. Ach so. Hier ist ein blauer Strahl. Ich will ihn. Blauer Strahl? Ich bin auch beim blauen Strahl.
bin hier gerade gespawnt. Richtung Fluss, sozusagen. Also Richtung diesen Inseln, Richtung dem Obelisken. Sollten wir uns vielleicht treffen? Klingt nach dem Plan. Blauer Obelisk, wo ist denn der von hier aus? Seid ihr überhaupt bei uns in der Nähe? Ich dachte, wir sollen Westen 1 sein. Nee, also blauer Strahl Richtung Obelisk. Richtung, ich weiß gar nicht, was ist noch so rot? Ach so. Ja, da müssen wir uns mal überlegen, wo wir denn irgendwie was machen wollen, ne? Mhm. Da bin ich wieder. Was? Falsch X. Und ich laber und keine Antwort ist nicht. Keine Antwort ist nicht. Packst du mir zu ein paar Bolas? Ja, ich bastel hier gerade. Hattest du schon Hide, oder? Ja. Den Uta-Raptor habe ich geplündert. Ich mal 5. Jo. Heben Steine auch. Okay. Ja, die Narkobären gehen irgendwie voll langsam. Ja, aber überleg mal, wie die Narkobären auf mal 1 waren. Irgendwie. Da musstest du 30 Büsche abgrasen für eine Beere oder so. Ja, ich hab's mir ein bisschen schneller vorgestellt. Aber das ist schon okay. Vielleicht sollten wir uns einfach mal wirklich irgendwo treffen. Ja, wir sind am blauen Beacon. Na toll. An dem blauen Beacon. Ich sehe hier keinen blauen Beacon. Das sollte ein bisschen präziser werden. Warte. So bei 80, 30. Genau. 80, 30. Ja, dann sind wir zumindest schon mal auf derselben Insel. Ist das West 1? Wir müssen den Strand entlang. West 1. Das ist eins, okay. Kommst du mit, Bugs? Ja. Aber wir gehen außen rum. Also nicht durchs Wasser. Nee, doch nicht da lang, oder? Wir müssen nicht hier lang. Echt? Ja. Ernsthaft? Ich spawne hier und werde gleich angegriffen. Geh weg. Ich hab nichts getan. Könnte der blaue Beacon sein, von dem sie gesprochen haben. Mir ist zwar alles gerade hell, aber ich glaube, da vorne ist ein blauer Beacon. Das strahlt mir gerade schon doll. Ich glaube, das ist blau, ja. Oder weiß. Blau? Ja, Dodos. Mitnehmen! Die Level sind ja gar nicht mal so hoch, das ist ja krass. Kriegt man ja endlich mal wieder was tot. Ja, ist halt so die Frage, ne, was so nachspawnt. Irgendwie theoretisch ist das, glaube ich, bei der Mod immer so, dass du die Schwierigkeit auf mal 1 lässt und die Mod automatisch die Schwierigkeit anpasst. Mhm. Also so war das zumindest bei der Genesis-Mod. Also umso bessere Tiere du hast, umso schwieriger wird's, oder was? Nee, wenn du den Server startest, gibt's ja sowieso alle Tiere einmal. Also jedes Level. Und bis zu welchem Level die spawnen, irgendwie, da müssen wir noch rausfinden. Ich glaub, man müsste die ganzen Tiere nochmal einmal wipen, dann. Ja, oder? Man lässt es so, ne? Und guckt mal, was passiert. Ja. So, der blaue Beacon ist jetzt despawned. Ja, das war dann der vorne. Ihr seid noch am Strand, oder? Jupp. So, wir kommen gleich zu euch. Ich stalk euch schon die ganze Zeit, ey. Ist hinter uns, oder? Mal gucken, ob der mich sieht.
Wir werden gestalkt. I can't see you. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Du bist bestimmt wieder irgendwo im Busch oder so. Nein. Nein. Also ich sag, das ist bei mir ein bisschen steinig, sag mal so. Wer kommt denn da gerade angekrochen? Na, Bugs? Hallo. Ach, schreib auf der Alarm, Lulo. Jo, ich hab jetzt... Bin jetzt beim Tribe von Bugsy. Das passt schon. Können wir uns noch einen Namen ausdenken? Übergangstribe. Nein, können wir nicht. Klasse. Ich finde Übergangstribe fast ziemlich süß. Oh Gott. Die guten alten Zeiten. Guten alten Zeiten. Back to the roots. Sollten wir nur KGB auf den Server holen? Nein. Okay. Kann man Petris auch tamen jetzt? Oder? Ja, du kannst alles tamen. Müsste eigentlich auch passiv gehen, oder? Ich meine, es ist doch irgendwie eine Art Anunnaki, oder? Ich, keine Ahnung, aber theoretisch wahrscheinlich schon. Sollen wir ausprobieren. Wahrscheinlich erst ab einem gewissen Level oder so. Aber wo wollen wir uns denn niederlassen? Ich weiß es nicht, wo wollen wir hin? Jetzt haben sie schon Feuer gebaut, ey. Alter, bist du hier im Spectator unterwegs, oder? Nein. Er ist mittlerweile so gewohnt, dauernd irgendwelche Spectator-Anmerkungen zu machen. Schauet nach oben, sag ich nur. Du bist beständig auf der Klippe hier irgendwo und guckst mit der K-Sicht. Ich hab ihn. Er kam nicht hoch. Yeah. Wow. Alter! Ja, der war richtig gut, ey. Der war... auf ihn abzuknallen. Mami. Oh, ein links daneben, ein rechts daneben. Jetzt habe ich meine Narkosperre geworfen, ich Depp. Dankeschön. Bitte. Okay. Wollen wir auf die Insel da drüben? Die ist doch cool, oder nicht? Welche Insel? Die Insel, die Affeninsel. Affen. Ja. Was meint ihr? Monkey Island. Ich finde das. Was ist denn die Affeninsel? Ach, das da drüben, bei ja, dem Obelisken. Die Hübsche da hinten. Und damit meine ich nicht dich, Greta. Ach, Manu. Mein Charakter ist doch die schönste auf Erden. Warte mal, zeig die Beine. Oh. Ne? Der hat hier wieder einen Speer runtergeworfen, der Sack. Ne, das sind doch deine. Ja, aber es waren normale. Ja, es sind normale draus geworden. Das ist ja krass. Irgendwie, ja. Ist auch irgendwie realistisch, wenn die einmal im Sand stecken. Kann das sein, dass die... Ey, man hat mich getroffen. What the fuck? Ups. Ah, Nilo. Ich hab mich aufgepasst. Danke zu dir. Ich muss hier irgendwie sneaky peeky runter. Oh, nein, nein, nein. Ist hier schon... Ich bin tot. Ich könnte den Speer wieder zurückbringen. Oh. Das muss ich euch wieder suchen. Wie der nicht betäubt wird. Ah, ich seh dich. Das ist genau hinter uns. Also, ach, tamt ihr das Parasaurus-Ding? Ich wollte gerade den Baum fällen. Der rennt da gerade weg. Hier. Komm her. Ja, doch, was? Warum nicht? Haben wir gleich Tierchen. Siehst du mich nicht auf dem Strand? Strand? Ach, da hinten kommt der angerannt. Eieiei. Ja, da strahlt er mir so. Muss. Ich komme aus dem Licht. Sind wir schon in Admins, damit wir auch laden können? Ich glaube. Achso, Moment. Nein. Der Pöpte liegt da hinten übrigens, ne? Echt? Ja. Tada. Warte, nimm an. Ja, aber warte. An den. Jo. Wo liegt der denn? Immer geradeaus. Na da. Ja,
bin hier wach geworden, ne? Und dann ist er in diesem Moment gerade runtergefallen. Oh, cool. Oder wollen wir uns erstmal ein schmuckes Boot bauen? Schmuckes Boot? Oh, ein schmuckes Boot, da bin ich auch nicht dabei. Dann töte ich den Pip hier. Das heißt, es ging nicht mit dem Passiv 10? Ich hab's nicht ausprobiert. Bitte lieber umgehauen. Wir brauchen Halt. Halt, ja. Lydia, der Mörder. Ich betäube sie und dann töte ich sie ganz langsam. Ja, wenigstens kriegen sie es nicht mit, besser. Beim ganz langsam töten kriegt man es aber mit. Hat einer 75 Halt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe gerade 73. Oh. Brauche ich noch ein Vieh? Peter geht ab. Ich hab da gerade gehört, irgendwer braucht Halt und doch irgendwie ein Vieh. Ja. Ach, da ist. Bitte. Warte, nicht schauen. Nein. Ich will den ein bisschen blocken hier so. Hey. Also, man kann ihn nicht feeden. Nee, stimmt. Den kann man nicht feeden. Willst du den töten, sie dir? Ja, klar. Gut. Ohne Gnade, ey. Max, wo bist du? Am Strand. Ich stelle mich mal eben so eine Palme. Ich hab hier ein Parasus von hier, dem Yellow Tribe. Den machen kaputt. Ja, möchte ich auch. Okay, jetzt hab ich ihn wieder verloren. Da, wo wir uns getroffen hatten, Max, oder? Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Ich hab das Beam-Syndrom. Das ist mies. Ich seh dich. Ich bring a hide. Alles gut. Am Lagerfeuer, treffen wir uns am Lagerfeuer. Lagerfeuer. Wir treffen uns am Lagerfeuer. Das Lagerfeuerlied. 75 bräuchte ich. Alter, zieh dir mal eine Hose an. LAGERFEU. Da habe ich ja was angefangen. Guck mal, das sieht ultra witzig aus. Cool. Ups. Oh, keine Hose. Warum kommt ihr zu mir? Was hab ich denn gerade gemacht? Also, geh weg, ich hab Angst. Töten wir ihn, wir brauchen Halt. Nein, ich bin betäubt. Die haben mir einen Speer in den Kopf geworfen. What? Tja, selbst schuld, wenn du da hingehst. Ja, ich war einfach von oben und hab dann gesagt, ich schieß dann mit meinem Pfeil und Bogen drauf, aber die halten auch ganz schön viele aus. Jetzt werfen sie einen Speer nach dem anderen, aber gehen vorbei. Glücklicherweise. Hat schon spärlich, würde ich sagen. Dann lässt du das. Mit Igel, ey. Oh, Boot kommt. Igel. Fest auf Kleidung, wir haben Boot. Yeah, wir bauen uns ein cooles Boot. Dann kommt so ein Kraken und frisst uns auf. Gibt's den schon? Keine Ahnung. Nee, noch nicht. Noch, das... Release the Kraken. Nein, ich werd getötet. Nein! Ja. Von einem Parasaurus. Eben, Schwilli.